Bereits vor 9 Jahren hatte er die Idee zu Cargo. Erleichterung auf der Premiere in Zürich. Endlich ist der Film fertig. Nach so vielen Jahren kann man sich einfach nur noch freuen. Es ist so schön, es ist fast wie eine Geburt. Das Baby ist alles andere als schwach auf der Brust. Blockbuster-taugliche Bilder, beeindruckend wie eine fremde Welt. Aber dieser Augenschmaus ist Swissmade. Cargo spielt im 23. Jahrhundert. Die Menschen leben in Raumstationen. Waren Sie schon mal da? Auch die Ärztin Laura. Die Erde ist verseucht. Ich habe gehört, dass sie teilweise wieder bewohnbar sein soll. Wo haben Sie das gehört? Das sind alles nur Gerüchte. Da, wo ich war, halten Sie es nicht lange aus. Aber sie ist immer noch wunderschön. Grüne Wiesen, blauer Himmel. Das kennt Laura nur aus Werbefilmen für den paradiesischen Planeten Rhea. Da will sie hin. Der Aufenthalt ist teuer, deshalb heuert sie auf einem Raumfrachter an. Die Tür, die klemmt, ein böses Omen. Für den Regisseur ist Cargo mehr als ein Film. Man kann ein bisschen reden von der Erfüllung vom Lebenstraum, ja, der Erfüllung vom Bubentraum auch. Sowohl Marcel Wolfisberg als Produzent wie auch mein Traum war immer schon, Science-Fiction zu machen. Ich hatte immer schon eine grosse Sehnsucht nach den Sternen, nach der Weite, nach dem Weltall. Englers Lebenstraum kommt düster daher. Ein Anschlag von Terroristen wird befürchtet, deshalb ist der zwielichtige Sicherheitsmann Decker an Bord. Die Mannschaft wird die meiste Zeit des 8-jährigen Fluges im Kälteschlaf verbringen. Für alle nochmal die Schichtreihenfolge. Dauer jeweils 8,5 Monate. Ich übernehme die erste. An Lindberg, Yoshida, Vespucci, Brockhoff, Bortmann. 8 Monate hat Laura allein Wache. Ekliges Essen, gespenstische Leere, Langeweile. Bis zu dem Moment, als die Ärztin glaubt, dass tatsächlich ein Terrorist an Bord ist. Tut mir leid, dass Sie sie geweckt haben. Ich hoffe nur, dass Sie sich auch sicher sind. Sicher war sich Ivan Engler, was seinen Film angeht, immer. Für Cargo hat der 38-jährige Winterthurer einiges geopfert. Ich habe sehr viel von meinen Freunden geopfert. Ich habe 2 Partnerinnen verloren. Ich habe fast meine Gesundheit verloren, fast mein Leben. Ich bin einmal an einem Punkt, wo ich gemeint habe, das wäre es jetzt gewesen. Ich habe alles mein Geld investiert, das ich je gespart habe in meinem Leben. Ich bin im Moment ziemlich pleite. Engler arbeitete bis zur körperlichen Selbstaufgabe. Das war ihm der Film wert. In Oberwinterthur wurde ein Studio gebaut. 8 Wochen Drehzeit. Heraus kam eine Mischung aus Computertricks und Improvisation. Beispiel die Weltraumanzüge. Wir haben irgendwie die lustigen Anzüge angehabt und eben doch low budget, das heisst ziemlich selber gemacht und dann irgendeinen lustigen Staubsauger in dem Teil drin, wo Frischluft in Helm pumpt. Und der macht einen Haufen Lärm, die Frischluftzufuhr. Heisst, wir über Funk. Funk fällt die ganze Zeit aus und wir sind aufgehängt an irgendwelchen so Drahtgeschichten unter der Decke. Und in dem Anzug hat es 40 Grad und darum ist das Visier immer angelaufen. So, also relativ lustige Verhältnisse zum Dialogszenen drehen. Dass in der Schweiz ein Science-Fiction gedreht werden kann, daran hat lange keiner geglaubt. Idiot wurde Regisseur Engler sogar genannt. Er findet aber, sein Endprodukt steht für Swissness. Wir durchsuchen das gesamte Schiff. Ich habe die Kälteschlaflogfiles überprüft. Etwas stimmt da nicht. Laura! Ich glaube, schweizerisch an dem Film ist der Wille und die Kraft, einfach etwas durchzuziehen, bis es fertig ist. Cargo erinnert oft an den Science-Fiction-Klassiker Aliens, bemüht sich aber um ein eigenständiges Thema, um die Ökokatastrophe. Das ist spannend und sehenswert. Nach Japan ist der Film bereits verkauft. Und Regisseur Engler wird seinen nächsten Film wohl in Hollywood drehen. 8 Jahre ist das Raumschiff im Film unterwegs. Ivan Engler brauchte 1 Jahr länger, um sein Ziel zu erreichen.